Come on. Servus, herzlich willkommen zur dritten Alleinfolge. Es tut mir leid. Aber es geht voran. Nein, also ich nehme wieder alleine auf, weil ich hoffentlich wenigstens heute Abend mit den Porkys noch aufnehmen kann. Und ich ja irgendwie dummerweise jetzt in den letzten Tagen immer an dem Tag oder an dem Mittag vor dem Abend. Das heißt, ich habe noch 4 Stunden Zeit, bis die Folge sozusagen hochgeladen werden sein soll. Es ist jetzt 14 Uhr. Und das machen wir heute so wie in den letzten Tagen. Ich fand das eigentlich immer ganz cool, weil ich jetzt auch die ganzen Kommentare nochmal gelesen habe und das Ganze nochmal eine wesentlich höhere Aktualität hat und so. Und das finde ich eigentlich ganz schnieke. Ist aber voll ätzend. Also, ich will es mir eigentlich nicht angewöhnen. Ist nicht so cool. So, dann habe ich ja wie gesagt Kommentare gelesen. Also, ja, längere Folgen, okay. Alleine vielleicht nicht unbedingt. Das finde ich auch so. Also, finde ich auch genauso nachvollziehbar und auch so würde ich das auch so machen. Nicht alleine jetzt sozusagen so viel aufzunehmen. So ewig lange Folgen, aber 20 Minuten sind, denke ich, schon mal ganz okay. Und mit den anderen dann ruhig 30, 40 Minuten, stehen alle drauf, keine Probleme, finde ich gut. Muss ich mal gucken, ob die Pockys das mitmachen, aber ich mache es auf jeden Fall mit. So, dann nächste Sache. Da habe ich jetzt aber leider, dummerweise, aber ich... Also auf diese Spitzhacke halt schon so viel drauf geklöppelt. Mein ganzes Zeug, was ich hatte, das ist total bescheuert. Das ganze Redstone und das aufweise Lapislazuli, fast 100. Oh, Redstone kriegt man relativ schnell wieder. Das Ding war halt einfach nur, dass ganz viele geschrieben haben, ich solle mir, aufgeschrieben, weil ich es mir einen Koboldkopf machen, also die Spitzhacke, den Kopf der Spitzhacke mit Kobalt. Das Binding mit Papier, weil es mir einen zusätzlichen Modifier gibt, das wusste ich nicht, tut mir leid. Und den Griff aus Ardite. Jetzt muss ich mal wieder ganz kurz gucken, ob Ardite überhaupt, genau, okay, das war doch das. Ich dachte, das war das, was man aus Obsidian und so macht, aber nee, das ist auch das aus dem Nether. Genau, also ich glaube, das machen wir auch. Da muss ich zwar nochmal Nether und so weiter, ich weiß aber auch nicht, ob wir das sofort machen, weil wir haben ja jetzt hier nochmal eine Linie und wir können das ja nicht trennen. Das heißt, wir müssen erst das eine einschmelzen und gießen und dann das andere einschmelzen und gießen. Aber zuvor muss ich erstmal was fressen. So. Und ja, ich weiß, es gibt auch noch einen weiteren Tisch von Tinker's Construct. Dann kann ich auch diesen fetten Hammer machen, den mir auch einige empfohlen haben. Mit dem ich dann hier so 3x3 irgendwie das abklöppeln kann. Und wenn ich da noch einen Modifier drauf packe mit, dass es sofort schmelzen tut, wie auch immer, dann ist das ziemlich geil. Sehr geil sogar, weil ich noch nicht wusste, dass, wenn man dann auch noch Lack drauf hat, aus einem Eisenblock mehrere Barren kommen, weil dann dieses Lack da in diesem Dings funktioniert. Das haben manche geschrieben, weil sie meinten, den Hexit wäre das so gewesen. Ganz rein, also rein theoretisch wird das auch hier dann so funktionieren, weil ja, es ist ja die Mod, es ist ja nicht das Modpack, es hat ja nicht viel mit dem Modpack zu tun, sondern es ist immer explizit das die eine Mod. Es kann gut sein, dass es eine neuere Version ist. Das, ja, weiß ich nur nicht. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich jetzt sofort nochmal in Nether gehe, aber eigentlich wäre es das Schlauste, so früh wie möglich wieder in Nether zu gehen. Wie viel Eisen haben wir eigentlich? Weil dann könnte ich mir mal ein bisschen Rüstung machen. Wir haben noch 8, das sind 16. Das ist eine ganze Rüstung eigentlich, also wir können das mal machen. 8, 8, 8. Wir haben ja sowieso noch ein bisschen Eisen, wa? Molten, nein, hier ist Obsidian. Wo ist denn Iron? Da, 5 Ingots. 5, 16, 21, ja. Naja, können wir wenigstens 18 machen. Ist halt ein Vielfaches von 9. Machen wir 2 Barren, also 2 Blöcke und dann haben wir das so. Jutti, dann machen wir uns aber schon mal Helm und was haben wir noch? 8 übrig, da können wir uns eine Hose machen. Jutti. Sehr schön, wir müssen ja. Ach so. Oh, schade, ich muss mein Zombie-Head abmachen. Es gibt sogar, wenn man auf das Schwert Lack draufpackt, also Lapislazuli, dann hat man, wenn man ganz viel, also die Begrenzung halt voll macht, bei jedem 10. Schlag oder halt eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass man den Kopf dieser Figur dann sozusagen bekommt, was ziemlich geil ist. Und das habe ich halt bei meinem Singleplayer-Dingsbums gemacht und da habe ich haufenweise Köpfe schon, Skelette und alles mögliche. Aber gibt es eigentlich Spinnenköpfe? Das weiß ich nicht. Das würde mich mal interessieren. Jutti. Das schmelzt mir jetzt ein. Achso, ich habe jetzt noch getrider. Das muss ich unbedingt noch anfangen. Ich brauche echt mal
Genau, dann gucken wir uns jetzt im Nähter das Zeug an und dann können wir schauen, ob wir, ja, ob wir uns an Steves Card noch anmachen oder nicht, diese Folge. Ich wollte es eigentlich unbedingt machen. Wir schauen einfach mal. Und jetzt reicht's mir. Ich mache jetzt einfach hier ein Feld. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich kann nichts sagen. Es tut mir leid. So. Ich denke mal, da passt bestimmt was drauf. Ach so, man hätte ja sogar. Das wäre ja mal interessant, ob man mit einer Spitzhacke die Lack hat und man schlägt das Getreide ab, mehr rauskriegt. Das wäre dann mal was Sache. Müsste man glatt mal ausprobieren. Wäre interessant und gut zu wissen. Und bringen wir aus dem Nether Lava einmal mit. Ja, wir haben nur noch 450. Das wird bald notwendig sein. So, jetzt wie viel haben wir jetzt hier? 21, tada, ich habe sogar richtig gerechnet. Das heißt, wir gießen jetzt zwei Blöcke. Zwei Blockies. Blockies. So, ach so, und die ganze Sound-Scheiße. Ah, das tut mir echt beschissen leid, ey. Es tut mir echt richtig, richtig leid, dass es das immer nicht funktioniert. Und ich kann leider irgendwie auch nicht so richtig was dagegen machen. Also eigentlich schon. Ich werde jetzt mal nochmal genau drauf achten. Ich werde wahrscheinlich auch meine Audiospur, die ich jetzt habe, das, was ich spreche, halt einfach nochmal um, was weiß ich, 20 Dezibel lauter machen und dann so ins Videobearbeitungsprogramm reinpacken, dass es gleich einfach von vornherein schon lauter und präsenter ist. Und das werde ich am besten auch immer machen. Dann muss ich mir das am besten gleich mal angewöhnen. Und dann kann ich, ja, dann. Ich habe das schon mitbekommen, ganz am Anfang bei den mit den Porkys schon gleich, aber da hatte ich schon das Problem, dass ich nicht mal mit. Wie war denn das? Nicht mehr mit Audacity aufgenommen, sondern mit Fraps. Das heißt, wir waren alles auf einer Spur. Und die meinten halt, ja, Skype wischt das schon relativ gut hin und her. Also das pegelt das eigentlich alles ganz, ganz akzeptabel aus. Aber war ja offensichtlich nicht so. Also ich meine, Kilian, es klang so, als ob Kilian aufnimmt, weil der wesentlich präsenter und wesentlich klarer und lauter war als ich, was irgendwie scheiße war. So, Feuerzeug habe ich, das die Seeds und diese Hacke. Warum habe ich noch ein Seeds? Ich dachte, ich habe alles gepflanzt. Ah, nein. Was soll das? So. Gut, dann nehme ich die, lege ich die Spitzhacke noch weg, Fackeln. Ja, und mache noch ein bisschen was. Ach so, und dann haben welche geschrieben, oh, du brauchst gar nicht diese pinke hier. Wie heißt das? Was ist denn das schon wieder? Das heißt so Alumite. Nicht diese Alumite-Pickaxe, sondern es geht auch Steel. Aber Leute, also mit Tesla-Steel und so. Ich habe keinen Blast oder Dingsbums Furnace. Aber wartet mal. Ihr habt gesagt Steel. Gibt es noch das ganz normale Steel? Black of Steel. Block of Steel. Warte mal, Recipe. Recipe. Induction Smelter. Liquid Table Casting. Oho. Aus Iron Dust und Coal Dust. Na nee, gut, whatever. Also ich habe diesen HSLR Steel. Dieses, weiß ich nicht, was es. Alloy, Zeugs da, Gedöns, wieder was das bedeutet. Kann man, wie gesagt, nur mit dem Pulse Jet Furnace oder dem Blast Furnace herstellen und den habe ich ja noch nicht. So ist das halt. So, das heißt, wir haben jetzt eine übelst fette Spitzhacke umsonst gemacht, aber ich glaube, das Schwert behalte ich trotzdem. Das Schwert lasse ich so, auch wenn. Ja, scheiße. Kann man das wieder auseinanderbauen? Nee, was, sowas geht nicht. Das wäre doch geil. Hier, die. Da müssen wir jetzt suchen. Ach so, und wir holen natürlich auch gleich mal viel mehr von dem Quarz, heißt es ja doch. Und wir brauchen auch Quarz für das ME-Dingsbums-System und so. Oh, da habe ich. Ich habe mir das jetzt gerade in meiner Singleplayer-Welt gebaut. Riesengroß, gerade diesen Crafting-Dings. Ich habe einen riesengroßen Blazer, einen 5x5-Block gemacht, anstatt nur einen 4x4, der wesentlich leichter wäre. Oh, das hat so lange gedauert. Mit dem ganzen Quarz, was man anschleppen muss, also nicht nur dieses Netherquarz, sondern auch gibt es hier noch dieses andere in der Oberwelt. Das, was direkt von Applied Energistics ja mit hinzugefügt wird in diese Welt. Ja, habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf, weil das echt anstrengend und ätzend ist. Aber na gut, so ist das halt. Muss man irgendwann mal machen. Machen wir auf jeden Fall noch. Also das ME ist ja auch nach wie vor das Beste und wir Idioten waren ja bei Tackit so blöd und haben euch überhaupt nicht zugehört und wollten überhaupt nicht wahrhaben, dass ihr einfach mal voll brutal recht hattet. Also das haben wir alle geschrieben, mach das, mach das, mach das. Und ich dachte, nee, mach ich nicht, bin viel zu cool dafür. Aber ich hatte einfach im Unrecht. Tut mir leid, ganz offensichtlich.
Fuck, das leckt ständig und es kotzt mich richtig an, aber wir haben jetzt schon mal Kobalt gefunden da unten. Das reicht Balle schon, oder? Also für eine Spitzhacke. Der macht jetzt zwei Ingots und ich brauche ja wirklich nur oben die, die Kante, aber ich brauche noch ein Ardite. Oh Mann, es tut mir echt leid, warum leckt das so? Also ich. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das so leckt. Es tut mir echt leid. Ich muss mal schauen. Ob ich da noch ein bisschen, ob ich mal. Achso, Kilian hatte sich zum Beispiel Optifine noch reingemacht. Das kann ich auch mal ausprobieren. Und dann ein bisschen rumlatschen und aufnehmen und mal gucken, ob sich da die Framerates auch ein bisschen mehr stabilisieren. Bei ihm war es so, dass es wirklich geholfen hat, aber bei Däum oder so war das schon wieder ganz anders. Also es war irgendwie Kacke. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt gehe ich nochmal hier hoch. Guests, 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 Habe ich überhaupt keine Lust drauf auf Guests. Was ist das? Okay. Ja, wie gesagt, mit den langen Folgen, weiß ich noch nicht so recht. Steve's Cards. Genau, das ist mir jetzt mal eingefallen gerade eben. Das wollte ich auch nochmal fragen, bevor ich wahrscheinlich, wenn ich es nämlich diese Folge nicht schaffe. Ah, hier haben wir es doch, siehst du. Na gut, wir werden es wahrscheinlich doch diese Folge noch schaffen. Ich hatte das Problem in meiner Singleplayer-Welt, dass ich keine Iron Wheels herstellen konnte, weil die Windräder zu Compact Windmills oder war das das? Ich glaube irgendwie Windmills oder so stellt man nämlich haargenau mit dem gleichen Rezept her. Das war richtig scheiße. Aber das Gute ist, ich konnte ja in meiner Singleplayer-Welt einfach schnell in meinem Launcher, in dem Feed the Beast Launcher, mal kurz die Compact Windmills ausschalten, dann das Zeug craften, da habe ich irgendwie gleich einen Stack voll Wheels gecraftet und danach wieder aktiviert. Aber das geht im Server ja bei Weitem nicht so leicht. Also, keine Ahnung, ob das funktioniert alles, wie ich das so mir so denke. Jetzt wichtig, Molten Manulin, Iron, Molten Manulin. Wir haben doch eigentlich das Iron Casing, oder haben wir das nicht? Wir haben uns noch keinen gemacht. Das ist nicht gut. Dann müssen wir uns einen machen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Brass. Sonst ist auch scheiße. Aber eigentlich hieß es. Wir haben keins mehr. Fuck! Das ist scheiße. Das sage ich schon mal, dass das scheiße ist. Was war das jetzt immer? Aluminium und Copper, oder? Das war doch immer die Verbindung. Habe ich da noch Aluminium? Also, ich habe Copper. Jetzt habe ich keine. Hier ist das Quarz, was ich meinte. Oh nee, das ist Kacke. Ich habe sogar noch Kobalt gehabt hier. Was mache ich denn jetzt? Mich losrennen und scheiß Aluminium suchen? Ich habe keine Lust drauf. Na gut, führt wohl nichts dran vorbei. musste mal aufstoßen. Hier ist noch ein Block of Iron, warum? Wieso sehe ich sowas nicht? Ach so, genau. Und was ich auch noch gelesen habe, ist das Broken Suns TV. Das hat mich nämlich auch irritiert letzte Mal, aber irgendwie dachte ich, na gut, passiert. Irgendeine Scheibe von mir war kaputt. Ich glaube, war das die hier? Die? Ja, genau. Die haben die Scheibe kaputt gemacht. Haben zumindest irgendjemand geschrieben, ob es nur so war oder nicht. Ich habe es nicht kontrolliert. Also ich habe mir nicht eher deren Folgen jetzt nochmal angeguckt. Aber ja, passiert. Also wir werden nochmal irgendwann eine Scheibe kaputt machen oder so. Aber ich meine, ich habe es nicht mehr mitbekommen. Also wenn sie was machen, dann können sie ruhig ein bisschen mehr machen, solange sie nicht irgendwie halten auch, wenn sie das Zeug klauen oder sowas. Heul ich da auch nicht rum. Also, das verstehe ich schon. Gut, was ist hier los? Bis wohin muss ich denn gehen? So, jetzt muss ich überlegen. Fork? Warum ist hier so viel? Warum sind hier Diamanten und sowas alles? Und Uran? Und mein Turtle, und warum bleibt er immer stehen? Das verstehe ich nämlich überhaupt gar nicht mehr, warum die Turtles ständig stehen bleiben. Also, in meiner Singleplayer-Welt verstehe ich es ja. Gut, da kann es sein, dass ich mich irgendwie auslogge, zack, zack, also beende und das dann alles nicht mehr funktioniert. Das ist ja okay. Aber auf dem Server dachte ich eigentlich immer, dass es funktioniert. Ich baue den scheiß Diamantenblock jetzt ab. Vielleicht kriege ich ja doch mehr raus, als ich denke. Nee. Obwohl ich schon ein bisschen Fortune drauf habe. Mensch, jetzt Kinder. Aber ich habe 5. 1, 2. Doch, es waren. Nee, es waren 5. Scheiße. Ja, habe ich nur 5 Diamanten aus 5 Blöcken bekommen. Scheiße. 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 Gut. Wir bauen das hier alles ab, leider. Also, ich
mag das eigentlich auch immer nicht, das in der Folge zu machen, aber so ist das nun heutzutage. In diesem Dingsbums World Ticket Programm. Hier war ich anscheinend schon drinne, was auch kacke ist. Manno! Das riecht mir richtig auf. So, also wir waren da. Ach so, ihr wollt wieder, dass ich das ganze Yellow Ride mitnehme. Ja, ich hab's doch schon. Ich spür's schon, wie es alle in die Tastaturen kloppen. Nimm's mit, du brauchst es für Reactor Craft. Hab schon gemacht, keine Sorge. Wo ich eigentlich nicht der Meinung bin, dass man wirklich jeden Scheiß mitnehmen muss. Es gibt nämlich echt zu viel Scheiß hier. Was ist das? Was habe ich hier gemacht? Meine Güte. Wo ist jetzt eigentlich die Treppe? Das ergibt alles keinen Sinn hier. Also, wir sind schon auf Level 12. So, dann muss ich halt wieder hochgehen und mir den Turtle auf Level, naja, 60 oder sowas ansetzen. Und dann kommt da vielleicht was Gutes raus. Bei rum. Wie auch immer. Gut. Brauchen auf jeden Fall dringend Alu. Level 40. Muss ein ganzes Stücken hoch hier. Mann, das ist jetzt aber blöd. Ich wäre gut. Wäre gerne ein bisschen schneller vorangekommen. 50. 60 schon zu hoch. Geh mal hier auf 53. Ja, oder hier hin. Geh da hier. So. Achso, und welche haben auch geschrieben, dass Lava viel effizienter ist als Kohle. Schön. Könnt ihr recht haben. Das finde ich auch toll. Ich habe das gelesen, ich habe es wahrgenommen und ich werde es auch nutzen. Wenn ich Bock habe. So. Refuel all. 2239. Ich kann das immer nicht so gut einschätzen. Ich müsste mal drauf achten, wie viel der nach so einer ganzen Strip-Runde da verbraucht hat. Egal, wir machen jetzt Strip. Und schicken die Party los hier. Wir müssen aber noch eine Kiste daneben legen, aber das machen wir jetzt noch schnell. Gut, also ja, wenn ich irgendwie Lava pumpe und all diesen Scheiß und das immer dabei habe oder so. Oder halt leicht zu erreichen habe, dann werde ich das natürlich auch nutzen, aber jetzt nicht. Guck mal, die können sich alle hier das Zeug klauen. Wir müssen unbedingt am Ende jeder Folge darauf achten, was ich alles hab. Da fehlt mir einfach irgendwas und ich krieg's nicht mit. Kiste. Hallo, Holz ist hier oben. Ach, das reicht, genau das brauchen wir. Ach so, habe ich schon erzählt, dass es ja von Tinker's Construct noch diesen weiteren Tisch gibt. Dass einige meinten, dass ich das nicht wüsste. Oder mir, netterweise, ich fände es ja gut, ich will es ja nicht kritisieren. Weil es meinten, ich soll das noch herstellen. Ja, ich brauch's aber halt noch nicht für mein Schwert und für meine Spitzhacke, von daher. Geht das alles noch. Was haben wir hier? Copper brauche ich nicht. Also ja, aber nicht so dringend wie Aluminium. So. Ah, was ist das? Nein! White Fluoride. Genau! Ah ne, ich kann ja selber nachgucken, wozu man das braucht, aber ich finde es voll sinnlos. Warum gibt's das Zeug? Und das nervt brutal, weil man ständig irgendwie zwischen den Finger kriegt, aber es überhaupt nicht nutzen, brauchen will. Wisst ihr was? Dann fangen wir jetzt nämlich an, den blöden Kartassembler herzustellen. Was soll's, ne? Schiete drauf. Vorher pennen wir aber noch eine Runde. Schlaf. Schlaf, meine Nase kribbelt. So. Card Assembler. Asse. Recipe. Ich glaube, so schwer war der nicht. Genau. Simple PCB. Da brauchen wir Eisen, Redstone, Gold. Gold haben wir doch noch, bitteschön. 12. Einwandfrei. Das läuft. Ach, ich bin so bekloppt. Ah, ich merke schon, ich muss gleich Lava-Dings holen. 1, 2, 3. Dann packen wir die hier rein. So. So. Schmelzen die ein. Das kommt wieder zurück. Dann haben wir zwei Block of Gold. Und wir brauchen noch mehr Lava. Das heißt, wir nehmen uns mal den fetten Eimer. Zwei, drei Wassereimer. Der ist ja wunderbar. Was wollen wir mit Wassereimer? Gießen die mal in die Fluten. Oder, ja, jetzt auch zu spät. Jetzt hätte ich auch noch schnell einen Brunnen hier irgendwo anbringen können. Aber whatever. Ist ja auch nicht so wichtig. Ach so. Das werde ich mal eine Frage an euch, wer das weiß. Es gibt ja, da können wir nochmal schnell überirdisch hier gehen, auf der Map. Passt auf. Und zwar, oh, das leckt wieder alles ganz schön. Hier diese Seen. Aber ich bin mir bei denen ziemlich sicher, dass das keine Lavaseen sind. Ah, hier hinten ist ein Dorf.
Oder? Das ist doch ein Dorf. Sieht ziemlich so danach aus. Ja. Und das ist irgendwie so ein komisches Zeug. Wenn man reinspringt, dann ist man auch irgendwie leicht vergiftet und so. Und man hat irgendwie Probleme und bekommt Hunger und so. Was ist das? Wozu braucht man das? Ich habe es noch nicht so wirklich rausgefunden. Und finde das auch dementsprechend scheiße, weil ich das gerne wissen würde. Und Destivation, wer die Ahnung hat und wer weiß, was das ist und wozu man das braucht, wahrscheinlich für Biogas oder irgendwie so ein Schrunz, den es ja hier auch gibt. Ja, dann wäre das voll cool, wenn das irgendjemand mal in die Kommentare schreiben könnt. Hier muss ich jetzt hin. Weil hier irgendwie Lava war, sehe ich doch. Da bin ich bekloppt. Oh, diese blöde Minimap. Okay, dann gehen wir aber wieder da lang. Da hinten war Lava. Ach, da war auch der Diamant. Den wollen wir. Den bauen wir jetzt am besten gleich ab, bevor wir es wieder vergessen. Den holen wir uns. Und dann. Ja, haben wir halt Pech. Dann kriegen wir aber nicht mehr dabei raus, wahrscheinlich. Aber so ist das halt. Ist das hier jetzt? Ja. Ja. Genau, hier ist das. Diamanten. Oh la la. Ein Block. Oh, ein Redstone. Zwei Blöcke. Komm, da ist noch mehr. Da ist es doch. Ich wusste es. Drei Blöcke. Haben wir jetzt wenigstens. Wieder nur drei. Ich hab doch Lack 99 schon drauf hier. So ein. Hä? Ich hatte vorhin nur 99 drauf. Jetzt habe ich 104. Wie geht das? Ich habe es nicht drauf gemacht. Naja, so ist das manchmal im Leben. Da passiert einfach irgendwas und niemand hat eine Ahnung, warum. So. Dann noch diesen hier. Dann können wir da ein paar Blöcke stellen. Goodie, der Temo. Das Eiergold. Sehr, sehr gut. Eiergold. Eiergold. Und ich habe wieder Kohldampf und das kotzt mich ein bisschen an, dass es noch nicht so ganz funktioniert hier mit der ganzen. Mit der ganzen Schose, mit dem ganzen Zeugs hier und dann nicht mal eine ordentliche Bude. Aber da weiß ich auch nicht. Da so eine lange Folge bauen zu. Nee, okay. Bauen zu machen, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich wollte ja ein schönes modernes Haus machen, weil das irgendjemand auch gewünscht hat und ich auch die Idee voll cool fand. Mal so ein richtig fettes modernes Haus machen, zu machen. Und dann habe ich mir mal ein paar Videos auf YouTube angeguckt von Leuten, die halt so gibt es ja immer so coole Tutorials. Wie baue ich ein bayerisches Berghaus? Wie baue ich ein modernes Haus und all sowas? Und mir da so ein bisschen ein paar Tricks und Stile abgeguckt. Jetzt verrecke ich. Und ja, mache ich auf jeden Fall. Ich schon Bock drauf. Aber jetzt nicht im Moment. So. Was ist das? Das ist doch wieder Fluorite. Und es leckt. Ey, echt. Mich kotzt das ziemlich an. Ah, ich dachte, es geht nur zur Hälfte runter oder so. Oder nur bis zum letzten Block. Mal schauen. Was sind wir jetzt bei. Ah, okay. Geht nur bis zur Hälfte runter. Das ist schon mal ganz gut. Ich will jetzt trotzdem Aluminium haben. Ich müsste auch mal rausfinden, wo genau. Wo ist wo die genau ja, liegen, das Aluminium, welche Levels und sowas. Aber ich glaube, eigentlich es liegt fast auf allen Levels. Levels. Weil ich glaube auch ganz unten schon immer gefunden habe. Jans Unde. Fluorite. Tin. Oh, das war Tin auch von unten und ich habe es nicht mitgenommen. Mensch, jetzt Kinder, da werden sie überall aufgeregt haben. So. So. Tödi. Tödili. Keine Sorge. Streh dir nicht in den Weg. So. Iron. Tödi. Tödi. Hallo. So, na gut, dann machen wir uns erstmal auf den Brückweg. Haben immer noch kein Aluminium und das ist scheiße, aber wir können ja wenigstens den Card-Assembler noch machen und dann ist die Folge vorbei. Wir sind nämlich schon wieder bei 24 Minuten, obwohl ich nur 20 Minuten Folge machen wollte, aber ihr scheißt ja drauf, genauso wenig wie ich. Oder genauso sehr wie ich. Also von daher freuen wir uns alle und nehmen ein bisschen länger auf. So. Erster Schritt. Das wegräumen. Gold. Warum bin ich eigentlich nach unten gegangen? Ich hab doch Gold. 18 Stück, genau. Ach so, ich bin nach unten gegangen, weil ich Lava wollte. Ich sehe schon, Leute, ich sehe schon.
Tada! Wie viel haben wir jetzt schon? 330. Das ist doch mal ein gutes Zeichen, ne? Zack, 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 das weg. Die Diamanten. Jetzt haben wir schon 12 Diamanten. Ich glaube, wir haben die meisten hier wahrscheinlich nicht. Aber ganz viele Diamanten. Das brauche ich alles nicht. Das ist alles Schrunz, 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 Schrunz. Den können wir gleich einlösen. Am Losverstand. Losstand, nicht Losverstand. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Eisen. Und Ready Stony. Iron und Redstone. Um 2 PCBs herzustellen. Das weiß ich noch. Process. Whatever das bedeutet. Ich hoffe, ich habe alles noch im Kopf. Das wäre cool. Wenn ich das jetzt einfach so craften kann. Ich glaube, Redstone lag in den Ecken. Chong, chong, chong. Ja, tada. So, und dann war das hier noch 3 Eisen und Cleanstone. 4 Stück, ey. Ich hoffe, ich habe welche. Yo. Den Kartassembler. Ey, aber doch, dann machen wir jetzt noch das, weil der Kartassembler braucht ein bisschen was, aber für unser... Ah, nee, wir machen nicht so viel. Ich mache den Kartassembler fertig und das war's. So. Der Kartassembler. Da kann ich aber noch mal kurz ein bisschen was erklären, obwohl ich eigentlich auch noch mal ein Tutorial mache. Ich wollte sowieso mehr Tutorials machen, hab's aber nicht gemacht. So, hier sehen wir den Kartassembler. Hier kommt die Hull rein. Das können wir noch probieren. Hier kommt die Hull rein, hier kommen die Engines rein. Ich plane, ein Kart zu machen. Normal Hull, also aus Eisen. Dann eine Solar, eine Basic Solar Engine, nicht diese Advanced. Und dann noch eine Coal Engine. Die Coal Engine, ja, da packe ich halt einfach in den Cargo-Dingsbums, Cargo Manager, ganz viel Kohle rein und dann in der Nacht läuft das halt dann auch. Tool bekommt es den Harvester, am besten den normalen, nicht den Galvadorian-Dingsbums. Attachments, nichts, Addons, nichts, Storage, die Side-Chests, den Internal-Dingsbums und mehr geht, glaube ich, nicht, weil oben ja belegt ist, vorne belegt ist und hinten belegt ist. Also das ist eine ganz coole Sache, Steve's Card. Das werden wir uns alles noch schön angucken. Attachments und Addons. Schreibt am besten mal in die Kommentare, was ihr geil findet. Und wenn ich das... Ah, nee. Na doch, wenn wir heute nach 18 Uhr aufnehmen, dann kann ich mir das noch angucken. Bei Steve's Cards, was findet ihr für geile Attachments? Welche ergeben Sinn? Weil da habe ich noch nicht viel ausprobiert. Das wäre nochmal cool, wenn mir das jemand in die Dingsbums schreibt. Und jetzt will ich noch kurz was nachgucken. Eine Sache, die ich ja vorhin angesprochen habe, mit den... Riffen, Iron Wheels, das sind Iron und Sticks. So, genau, und da war das Problem, dass mir dann irgendwelchen Scheiß hergestellt hat, den ich nicht wollte. Hallo? Holz? Holz, Holz, Holz. So. So. Bitte. Siehste, seht doch, Entschuldigung. Oder siehste, wie auch immer, sprecht euch persönlich, spreche jetzt persönlich, spreche dich persönlich. Ja, ja, ich meine dich, genau dich. Wooden Rotor. Fuck, ey. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Am besten, ich spreche mit Kilian mal über diese ganze Sache. Oder ich muss drauf scheißen und gleich diese blöden Reinforced-Zeugs hier machen. Um das Ding zu machen. Und dann hier, Reinforced Metal. Das war hier so. Und dann war hier alles. Und da. Und das. Und Diamanten. Oh, also ich hab... Können wir machen. Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht, ich nehme gerade auf. Warte, okay, ich muss die Folge beenden. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis morgen dann. Schreibt es in die Kommentare. Bis denn dann. Ciao.